Es gibt mehrere Möglichkeiten, seine 3D-Drucke zu verbinden. Und heute schauen wir uns mal zwei Möglichkeiten an, wie du das mit Gewinden tun kannst. Gute und grüße wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal zwei Möglichkeiten an, wie du deine 3D-Objekte mit Gewinden verbinden kannst. Bevor wir damit aber auch beginnen, habe ich noch eine kleine Bitte. 26% meiner Zuschauer haben den Kanal bereits abonniert. Solltest du nicht dazugehören, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal kostenlos abonnierst und somit der Makorama-Family beitrittst. In diesem Sinne schon mal vielen Dank im Voraus dafür. Und jetzt Schluss mit der schamlosen Eigenwerbung. Los geht's! Ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Zum einen eine schwarze Scheibe, welche ich aus ABS gedruckt habe, ein paar Einschmelzgewinde und hier noch eine Box. Das ist eine ganz besondere Box und mit der beginnen wir auch gleich mal. Ihr seht schon, da ist das Makorama-Logo drauf. Na, fokussiere. Ja. Das ist das Makorama-Logo, was hier oben drauf zu sehen ist. Und es ist eine ganz besondere Box deswegen, weil die habe ich zum einen in Fusion 360 designt, könnt ihr natürlich aber auch in jedem anderen CAD-Programm, in dem ihr euch wohlfühlt, designen. Da seht ihr schon, ich habe ein Gewinde mit rein modelliert, was hier im Deckel, das ist ein M76x6 Gewinde, ist komplett 3D gedruckt und innenliegend habe ich den Schlüsselanhänger, den MakerBot Schlüsselanhänger, limitiert auf 10 Stück, 5 von meinen ersten Patreonen bekommen das Ding, der Rest geht an Freunde und Familie. Und in der Innenseite der Box, stell scharf, seht ihr, ist das andere Gewinde. Das heißt also, ich habe in Fusion 360 mir einen Deckel designt, der einen kleinen Innenabsatz hat. Und auf diesem Innenabsatz, auf der Innenwand, habe ich dann entsprechend ein 76x6 Gewinde modelliert. Das ist ganz wichtig, wenn ihr in Fusion 360 ein Gewinde modellieren wollt, dass ihr zum einen erstmal auswählt, welchen Gewindetyp ihr haben wollt. Das könnt ihr entweder beim Schieberegler festlegen. Dann sagt euch Fusion 360 auch, okay, wie die Höhe ungefähr sein kann von dem Gewinde. Und natürlich, dass ihr das Ganze auch modelliert. Das heißt also, oben ist ein kleines Häkchen, eine kleine Checkbox, die müsst ihr aktivieren, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Sonst wird es euch nur in Fusion 360 angezeigt, aber beim Rendern später für den Slicer wird es dann nicht wirklich mit rausgerendert und dann habt ihr das nicht im 3D-Objekt, dann habt ihr einfach eine plane Wand. Das Gegenstück dazu habe ich in der Box selbst in der Innenwand entsprechend, die habe ich ausgewählt und habe dort auch das 76x6 Gewinde ausgewählt und dann habe ich das Ganze ganz plump rausgerendert, habe es in den Slicer geschmissen, auf den Drucker gepackt und gesliced und gedruckt und wie ihr sehen könnt, das funktioniert richtig gut. Diese Box hier ist für Marco, die geht jetzt nächste Woche, sobald ich wieder im Büro bin, geht die raus mit den ganzen anderen Stickern, die er noch verdient hat. Das bekommen, wie gesagt, meine ersten 5 Patreonen bekommen diese Box mit dem Schlüsselanhänger und natürlich eine limitierten Version von den Stickern. Wenn ihr dazugehören wollt, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die zweite Variante ist solch eine Disk hier. Und ihr seht schon, auf der Unterseite der Disk habe ich entsprechend verschiedene Löcher. Und diese Löcher haben unterschiedliche Funktionen. Zum einen, dass ich hier entsprechend mit etwas durchstechen kann. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was das für eine Disk ist, dann abonniert den Kanal. Da gibt es nämlich später noch ein Video zu. Da bin ich gerade wie wild am Design und am Drucken und ausprobieren, wie was wo funktioniert. Und da gibt es 2 kleinere Löcher rechts und links. Da kommt gleich das M3-Gewinde rein. Und hier oben ein großes Loch entsprechend. Da kommt gleich das M6-Gewinde rein. Das M6-Gewinde, muss ich sagen, ist eigentlich kein Schmelzgewinde, sondern ist ein Stativadapter, den ich so einfach aus meinem Foto-Equipment geklaut habe. Die habe ich nämlich zu Massen hier rumliegen und ich habe gedacht, okay, ich probiere es einfach mal, mehr als schief gehen kann es nicht. Und das M3-Gewinde habe ich hier ein kleines von meinen 3D-Druckern, das blende ich euch gleich nochmal im Detail im B-Roll ein. Da habe ich einfach mal, um die Löcher wirklich auszumessen halt und zu wissen, wie groß muss ich die modellieren, habe ich das Ganze einfach mal mit meiner Schiebelehre ausgemessen und sehe hier, okay, das M3-Gewinde ist 5 mm breit, weil da eine gewisse Wandstärke da ist und 4,07 mm hoch. Das gleiche natürlich hier beim M6-Gewinde, das sind 7,59 und in der Breite sind das 9,45. Diese Werte habe ich genommen und habe die einfach mal auf dieses Loch hier hinten übertragen und habe es natürlich noch ein klein bisschen enger gestaltet, weil ich weiß, wenn ich die Gewinde einschmelze später, dann kann es sein, dass ich immer noch mal, wenn das Loch ein bisschen zu kurz ist, dass das Material, was dann an der Seite weggeschmolzen wird und was verdrängt wird, nochmal durch das Gewinde nach innen rausgeht. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen habe ich die Löcher tief genug gemacht, damit auf jeden Fall das Gewinde unten genug Platz hat und auch später die Schraube noch mal ein bisschen Platz hat und das Ganze sich auch richtig festbeißen kann. Die
M3-Gewindeeinlässe habe ich jetzt hier im Bauteil mit 4,8 mm designt. Also ein bisschen kleiner als gewöhnlich. Da ich mit ABS gedruckt habe, ist es sowieso noch mal ein bisschen zusammengeschrumpft. Dadurch erhoffe ich mir einfach, dass das wirklich nachher pressfest sitzt und dass es wirklich gut funktioniert. Und das Ganze werde ich jetzt mit einem ganz einfachen Lötkolben. Ihr seht hier schon, das ist auf der einen Seite ein Lötkolben, auf der anderen Seite ein Schüko-Stecker. Dazwischen ist wirklich nur ein Kabel. Kostet bei Amazon 10 bis 20 Euro. Ich packe euch mal ein paar Links unten in die Videobeschreibung, könnt ihr euch anschauen. Warum mache ich das damit und nicht mit meinem Weller-Lötkolben? Ganz einfach, mein Weller-Lötkolben kostet die Spitze mehr als der ganze Lötkolben hier. Deswegen, das ist mir zu schade, da etwas zu verschwenden, dass ich später am Schluss auf der Spitze noch ABS kleben habe, was ich schwer abkriege, oder der dann am Schluss noch versaut ist. Muss nicht sein. Deswegen so ein Teil, das reicht vollkommen aus. Und den stecke ich jetzt einfach mal hier in die Steckdose ein, die ich hier vorbereitet habe. Na. Und dann warten wir mal einen kurzen Moment, bis das Ganze dann aufgeheizt ist. Und ihr seht, es wird gleich richtig schnell versinken im Bauteil. Und dann wird es eine richtig gute Verbindung geben. Und dann können wir dort quasi eine M3-Schraube einbauen. Warum? Wie gesagt, abonniert den Kanal, werdet ihr später sehen. Da habe ich nämlich das ein oder andere, was ich dort noch designt habe, wofür wir diese Scheibe noch verwenden werden. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt das Gewinde permanent miteinander verbinden, also die zwei Bauteile über ein Gewinde permanent verbinden, gibt es unseren Playclue. Der Playclue tut wirklich die Bauteile permanent verbinden. Ich habe hier hinten meinen Mandalorian-Helm, die zweite Version. Die erste Version habe ich gedruckt, habe sie zusammengeklebt. Und das letzte Bauteil, was ich gefilmt habe, habe ich sogar geklebt, habe es verkehrt herum reingesteckt und merke in dem Moment, so eine Minute später, nachdem ich es reingeklebt habe, und denke so, nein, verdammt. Und es hat wirklich bombenfest gehalten. Ich habe es versucht, mit der Flex rauszutrennen, mit dem Dremel oder irgendwas in der Richtung, mit dem Seitenschneider. Es hat nichts geholfen. Der Helm war am Schluss kaputt und ich musste ihn wieder komplett neu drucken, weil das einfach eure Bauteile kalt verschweißt. Das heißt also, das ist, als wenn ihr das gedruckt hättet. Das kriegt dann nicht mehr auseinander, ist sogar stabiler, als wenn ihr das gedruckt hättet. Und wenn ihr den Kleber wollt, geht mal auf mekorama.de, da könnt ihr dann vorbestellen ab sofort. Ausgeliefert wird er erst, wenn die Kickstarter-Belohnungen ausgeliefert worden sind. Den hatten wir nämlich auf Kickstarter gehabt, der ist gefundet worden. Und ich kann nur einfach sagen, also wenn ihr damit so zwei Tropfen hier drauf gibt, kriegt ihr das Ding nicht mehr auseinander. So wie ich jetzt hier so leicht das aufdrehen, das ist dann nicht mehr möglich, weil dann ist es wirklich fest miteinander verbunden. Ich stelle das Ganze mal hier zur Seite, drehe die Scheibe einfach mal um und nehme jetzt hier mal ganz dreist mein M3-Gewinde, da fällt der Lötkolben schon fast aus dem Dings raus, und lege das Gewinde jetzt hier auf und stecke einfach mal hier den Lötkolben mit rein und sehe schon, dass es ganz langsam anfängt zu schmelzen, das Plastik, und sich dort reingräbt. Jetzt muss ich nur noch mal rausbekommen und schon haben wir hier ein Gewinde, das ist jetzt nicht wunderschön, ich habe jetzt nicht wirklich akkurat perfekt gearbeitet. Na, stell scharf, es geht besser, sage ich mal so. Ja, aber es funktioniert. Ja, das Ganze ist bei verschiedenen Druckern schon gang und gäbe, auch bei verschiedenen Projekten, die ich habe, habe ich das schon mal verwendet. Von daher, kennt bestimmt der ein oder andere schon, ist mit Sicherheit eine gute Sache. Das Einzige, wo ihr drauf achten solltet bei den Schmelzgewinden, ist, dass ihr, das seht ihr jetzt hier auf dem kleinen Teil nicht, ich blende euch gerade ein bisschen B-Roll ein, dass diese Verzahnungen gegenläufig sind. Es gibt genügend Angebote auf allen möglichen Plattformen, unter anderem Amazon. Die findet man am meisten, und zwar mit geraden Verzahnungen. Und diese sind besonders schlecht, weil die sich mit der Zeit so ein bisschen rauswiggeln. Das heißt also, die schlängeln sich wieder so ein bisschen raus. Die hier sind gegenläufig verzahnt. Das heißt also, die beißen sich richtig fest und die gehen so schnell nicht wieder raus. Da kann ich euch sagen, das ist einfach so, ja? Also ich habe schon mal versucht, so ein Teil aus dem Druckteil wieder rauszubekommen, weil ich gedacht habe, okay, das Druckteil ist versaut, ich will es nochmal raus haben und das Gewinde kann ich ja noch gebrauchen. Hast du gedacht, ja, also muss man schon irgendwie ein bisschen mit der Brechzange oder mit dem Lötkolben wieder reingehen, damit man das wieder rausbekommt, weil die halten echt gut fest. Ein weiterer Vorteil ist, das habe ich bei wenigen bisher gesehen, dass die unten immer so einen kleinen Absatz haben, der ein bisschen dünner ist als das ganze Gewinde an sich. Ganz einfach deswegen, dass man so das Ganze schön drauflegen kann und es dann so richtig schön reinsinkt, damit man einen Ansatzpunkt hat, der ganz gut ist. Diese hier nutze ich mittlerweile eigentlich nur noch, die waren eine Zeit lang schwer zu kriegen. Ich habe sie auch auf Amazon nicht gefunden, aber aktuell gibt es die, glaube ich, auf Amazon auch zuhauf, sogar recht günstig in allen möglichen Größen, also M3, 4, 5, 6. Ich glaube sogar größer, müsst ihr mal schauen. Was wichtig ist, dass die Zähne entsprechend gegeneinander verzahnt sind, das heißt also, sie sind so schräg gegeneinander gestellt und können dann nicht so leicht sich entsprechend bewegen. Und in diesem Sinne
hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Hodl's Line, Happy Printing, ciao.